so oft gespielt wird. Weiter geht's. Rakshasa, ich hab gedrückt. Rakshasa, Wasser. West. West Rakshasa, meinen Augen. Feuer. Super. Wind. Je nachdem, Necro wird ja manchmal gebaut. Wasser. Nicht mein Geschmack. Also auch eher Skill-Ups für Hua, würde ich sagen. Oh, Lightning, nächster Lightning. Forster Galeone, Galeone, nein, es ist, Galeone hat er übrigens schon, es ist Wind. Und da gehe ich mal ganz kurz drauf ein, denn Wind ist gar nicht so schlecht für, was heißt gar nicht schlecht, er ist gut fürs Giants 10 Team, weil er hier halt auf dem ersten die Verteidigung runtermacht, auf den zweiten Attack-Balken runtermacht. Auf den dritten verbindet er die erste Attacke mit der zweiten. Das heißt, er macht beides runter. Das heißt, wir haben fast in jedem Angriff einen Armor Break. Außer wir machen diesen hier. Aber wenn wir den machen, haben wir auch Armor Break. Wenn wir den machen, haben wir Attack Balken. Wenn wir den machen, haben wir Attack Balken. Die was. Alles, was man fürs Giants Team braucht. Attack Balken ist nice. Weil wir wollen verhindern eigentlich, dass der Boss zuhittet. Von daher, Bug mag ich. Wird aber selten gespielt. Nächster Blitz und... Oh, ich habe Angst, dass es wieder 5-Star wird. Wir haben Hack. Wir haben Hack. Habe ich selber. 6-Star, Raid Monster, Frontline. Ist auf jeden Fall recht gut, muss ich sagen. Es gibt vielleicht noch den einen oder anderen besseren, aber er ist ein guter Frontliner. Natürlich Full Defense und er entfernt hat alle schädlichen Effekte, baut noch ein Schild auf. Dieses Schild ist nach vernachlässigbar, wird meistens nach ein, zwei Runden wieder entfernt, aber ist ein Cleanser. Frontline können wir ihn einsetzen, er ist laut, er macht einen Angriffsbalken runter und er gibt natürlich das Ziel mit dem wenigsten Angriffsbalken nochmal 15% Angriffsbalken dazu. Also Hark, Frontline. Falls du noch keine Frontline hast für den Raid, das ist auf jeden Fall was. Ich habe den mit Panda bei mir zusammen. Momentan R4 hält er gut aus, R5 habe ich leider noch nicht getestet. Aber ich habe es im Internet gelesen, klappt auch auf jeden Fall. So, und es blitzt wieder und Forster Silphe Wind. Habe ich bei mir auch schon mal gebaut, 5-Star gemacht, weil sie kann, wenn sie was kann, ist das eigentlich der Passive. Also die Leaderfähigkeit. Erhöht das Angriffstempo verbündeter Monster in der Arena. 24% Arena Lead ist sehr, sehr viel, muss man einfach sagen. Sonst finde ich das Monster nicht unbedingt gut, aber der Leader-Skill ist halt richtig krass, um als Erster in der Arena dran zu kommen. Zudem erstellt ein Hurricane um den Feind herum und absorbiert 3 Runden lang sein Angriffstempo. Also auch mit Despair gar nicht schlecht. Hier nochmal greift alle Feinde 2-mal an mit einem Zyklon. Jeder Angriff hat eine Chance von 40% die Möglichkeit zu erhöhen, dass der Feind 2 Runden lang nicht trifft. Ersten kennen wir. Also wir haben einen Hurricane, einen Slow macht, wir haben hier... dass er nicht trifft, einen Glancing-Hit macht, greift alle Feinde an. Mit Despair in der Arena als Leader habe ich es probiert, nicht wirklich ausgiebig probiert. Ich habe es irgendwann wieder sein lassen, weil ich einfach gedacht habe, komm, baust du einfach einen Bernhard und Kabilla, die wesentlich schneller sind und dann passt das schon. Aber mit Silphe vorneweg, mit einem Bernhard oder was weiß ich, seid ihr immer Erster.
Also okay, euer Bernhard muss natürlich entsprechend Speed haben, aber das auf jeden Fall. Aber ansonsten, Despair würde ich empfehlen, schöner Stun, ist okay, kann man auch ausprobieren in der Arena. Ansonsten habe ich, wie sieht es mit Giants aus? Könnte man probieren, das war ein Double-Hit, aber das ist okay, hier machen wir auf alle. Habe ich bei mir nicht probiert, Tesha ist wesentlich besser für Damage, aber okay, wir machen weiter. Oh, Himmelstänzerin! Da bin ich zu schnell gewesen. Himmelstänzerin, nice. Farmer. Also wenn wir gut Tanz, um den Feind zufällig anzugreifen, kann sofort wieder eingesetzt werden, wenn der Feind stirbt. Regeneriert die Verbündeten um 20% seiner Max-AP und erhöht die Angriffskraft von 2 Runden. Nice. Also, Finn, ich habe sie oft gesehen als Solo-Farmerin. Hier haben wir nochmal mit dem Glancing-Hit den ersten Skill. Das ist recht gut, wenn der Feind stirbt, kann dann nochmal eingesetzt werden. Ansonsten Arena sehe ich sie ab und zu. Wo sehe ich sie noch eigentlich? Wie sieht es aus mit Raid? Kann ich gerade gar nichts zu sagen. Ist aber ein schönes Monster. Ist ein schönes Monster, muss man mal sehen, ob man sie gebrauchen kann. Man kann sie auf jeden Fall für ein Solo-Farming sehr gut bauen. Ansonsten Arena ab und zu gesehen. Okay. Blitze, Lightnings, nochmal Lightnings am Ende und wir haben Phantom Dieb, Wasser, dritter Skill ist nice, greift alle Feinde und reduziert ihre Angriffsleistung um 50% und schwächt ihre Verteidigung 2 Runden lang. Ja, das ist, wenn man vielleicht keinen Galeon hat, ähnlich, wir kriegen zwar keinen Attack Buff, aber wir machen auf alle Gegner 2 Runden lang, die Verteidigung schwächen wir und die Angriffsbalken um 50% nochmal runter, das heißt, auch wenn wir vielleicht ein langsames Team haben, und der Phantom, die Wasser als erstes drankommt und er dir auch die Attack-Balken zugesetzt, kann das funktionieren in der Arena? Vielleicht ein bisschen zu randommäßig. Du solltest nicht unbedingt drauf verlassen, aber das ist auf jeden Fall nice. Der Rest greift den Feind bis zu 3-mal zufällig an und senkt vom Angegriffen das Angriffstempo 2 Runden lang mit einer Chance von 80%. Ist okay, aber das ist das, wofür man ihn eigentlich einsetzt. YOLO-Team, Arena zum Beispiel. Einfach versuchen, schnell alles mit dem Defense Break wegzuklatschen. Okay, wir haben noch 3 Stück. Die machen wir jetzt hier noch durch Golem. Und wir natürlich haben wir noch die ganzen Light and Darks. Und so, und die letzten Büsse geht raus. Dann noch meine Harpy. So, jetzt kommen erstmal die Windschriftrollen. Da haben wir Harpy. Wir müssen aufpassen. Jetzt bin ich gleich full. Ich werde jetzt das Lager eben nochmal schnell leeren. Okay, Feuerrolle. Nix dabei. Greift das Spektrum übrigens für den Slower. Für den Dragon Team, eventuell. Okay, wir haben. Oh, hier haben wir noch Rakshasas. Hast du auch ein paar gefarmt? Leider fehlen die da noch 30. Okay, wir haben jetzt noch. Wir machen jetzt erstmal das auf, weil das übersehe ich ganz oft. Diese ganzen Stücke. Also, Light and Dark. Keine Blitze. Frankenstein. Denn Schaden steigt abhängig von der Zahl Angriffe. Von der Zahl Angriffe, aha. Die du erlitten hast. Ah, da geht das jetzt noch weiter, Robin, ne? Der gesteigerte Schaden wird zurückgesetzt, sobald du einen Gegner attackierst. Ist das viel? Wie viel ist denn das? Wir kriegen vielleicht einen Hit, zwei oder so. Und dann hauen wir extrem rein? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Was schreiben die Leute? Also, naja, nicht wirklich was. Super Robert. Schreib nicht wirklich was dazu. Das würde ich gerne mal wissen, um wie viel der steigt, wenn wir einmal angegriffen werden. Lohnt sich das? Ich habe ihn selten gesehen, beziehungsweise eigentlich so gar nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass er so gern gespielt wird. Wir machen weiter. Lightning Dark. Lightning, come on, Lightning, come to us. Wir haben Dead Five, ich weiß. Und wir haben fucking Marshall Cat. Die regt mich im TWA immer extrem auf. Regiert, wenn du mit einem kritischen Treffer angegriffen wirst, mit einem Gegenangriff. Reagiert heißt es.
Ist sie gut? Marshall Cat. RIP. Auch wieder RIP. Okay, machen wir weiter. Auch fast nie gesehen. Fast nie gesehen. Okay, wieder keine Lightning-Schade im Champion. What the fuck? Oh, keine Lightnings, warum? Kampftänzer. Haben wir den schon mal gesehen? Greift den Feind an und wenn dieser unter... Und, obwohl, dieser Imp-Champion, wurde der nicht gebufft neulich? Oder war das dieser kleine Piss-Imp? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Greift den Feind an und wenn dieser unter Unfähigkeitseffekt leidet, fügt dieser Schaden 25% von der verbleibenden HP des Ziels als zusätzlichen Schaden hinzu. Was? Ja, wenn das, dann das und dann dieses und wenn das noch ist und wenn der... Keine Ahnung was, das ist viel zu random. Attackiert ein Gegner mit Donnerschlag, der den Boden erschüttert und das... Für eine Runde... Das lohnt sich meistens nicht durchzulesen. Like if Kamptos hates you and gave you this crap. Okay, also. Wahrscheinlich crap. Wenn ich falsch liege, schreibt es in die Kommentare. Wieder kann der Lightnings Frankenstein. Schon wieder Frankenstein. ATG liegt da viermal und schadet eben proportional zu deiner Verteidigung. Ist die Max-HP des Gegners niedriger als deine eigene und leidet er und dieses und jenes schon wieder, das ich überhaupt nicht mag. Very nice guy. Er spielt ihn wirklich sehr gerne. Und wenn du ihn so gerne spielst, warum hast du ihm solche Crap-Runden gegeben? Best Lich. Ja, ist... Also das verstehe ich nicht. Aber TOA, man, die schreiben so schlechte Kommentare, sind da gar nicht. Zerdrückt alle Feinde und senkt die Angstbalken von jedem Feind um 30. Wieder proportional zu Max HP und Verteidigung. Okay. Schreibt mal Kommentare. Ich glaube, OP ist er nicht. Jetzt Lightning, Lightning. Ich sehe schon Lightning. Kein Lightning. Wir haben Pra, egal. Und Kuba! Jawohl, hast du schon. Brauchst du nicht mehr. Haben wir noch irgendwas? Nein, was war das für ein Summoning? Dieser Anfang. Das ist so krass. Mega Troll. Und dann Net 5. Dann Net 5. Habe ich das vergessen? Da fehlen noch 10, leider. Dafür ist nichts mehr, nichts mehr. Crystals machen wir nicht. Sonderbeschwörung auch nicht, weil ich nicht weiß, was er braucht. Okay, wir schauen noch mal ganz kurz, was die Guildmember geschrieben haben. So, spoilert ihr nicht, okay. Ehe nur noch... Nocher oder lol, was? Okay, alles klar, Lord, ich hab den nicht verstanden. Ich grüße meine Bäume, meinen Fuß und meinen rechten Stift. Okay, lass die Drogen weg. Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt bei mir... Dürft euch freuen, kommt morgen oder übermorgen. Also, danke, Morph, Mirais, wenn ich das so richtig ausspreche. Danke, Leute, fürs Zusehen. Lasst den Daumen, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. What the fuck? Bis dann, ciao.